Willkommen zurück. Endlich gibt es auch das Android 11 mit One UI 3.0 Update für das Samsung Galaxy Z Fold 2. Heute durchlaufen wir gemeinsam den Update-Prozess und gucken uns auch die Akkuanzeige an bzw. die Gerätewartung, ob da der Fehler immer noch enthalten ist, und lösen dieses Fehler natürlich auch. Ich würde sagen, wir beginnen. Wir gehen dazu in die Einstellung, kriegen auch prompt hier die Ansage, dass es ein Update gibt. Wir gehen in die Software-Update-Einstellungen und da sehen wir auch schon das orangene N. Klicken drauf. Ich habe das Update natürlich angehalten für euch. Wir öffnen den Screen, sodass wir eine bessere Sicht haben. Klicken auf Herunterladen. Ich scrolle mal schnell nach unten. Ihr könnt natürlich jederzeit dieses Video anhalten, um euch die Neuerungen anzugucken. Allerdings gibt es nichts Neues. Das heißt, das One UI 3.0 Update enthält alles, was es beim Note 20 Ultra auch schon gab. Das Update ist 2146 MB groß und enthält den Sicherheitspatch von Januar. Noch 3 Minuten. Ich beschleunige das Video an dieser Stelle. So, das Gerät wird neu gestartet und das Update installiert. Okay, das Gerät startet erneut neu. Smartphone bzw. Apps werden optimiert. Da sind wir. Das Update ist durchgelaufen. Wir kriegen eine Nachricht, ob wir nach einem neuen Mobiltarif suchen sollen. Das machen wir nicht. Klicken auf Abbrechen. Und dann kommt eine neue Nachricht, dass das Software-Update installiert wurde. Wir gehen in die Einstellungen. Um uns das anzugucken, scrollen nach unten. Software Update. Herunterladen und installieren. Und da steht's. Hat geklappt. Sicherheitspatch von Januar ist drauf. One UI 3.0 ist drauf. Und auch Android 11. Wir aktivieren den Easter Egg. Da haben wir die kleine Katze. Wunderbar. Hier haben wir natürlich das neue Quick Panel. Allerdings ist es genau dasselbe wie beim Note 20 Ultra, also da gibt es nichts Neues. Das kennen wir ja bereits. Wir gucken uns den Screen fürs Multitasking an, beziehungsweise Split Screen. Ein geteilter Bildschirmansicht öffnen. Rechts kriegen wir die Auswahl für eine weitere App. Klicken wir mal auf Play Store. Genau, und jetzt möchte ich noch eine dritte App dazu holen, beispielsweise YouTube. Wir klicken auf YouTube, Pop-up-Ansicht. Öffnen nochmal die zwei geteilten Apps, holen YouTube hervor, das können wir ja nach Belieben verschieben. Klicken einmal auf den Tab und wählen Multitasking aus. Genau, jetzt haben wir alle drei Apps auf einem Screen und können beliebig hin und her wischen und interagieren. Gut, jetzt gucken wir uns die Gerätewartung bzw. die Akkuanzeige an. Genau, das ist nämlich das, was ich befürchtet habe. Auch hier fehlt die Anzeige. Das ist aber simpel zu lösen. Dafür gehen wir in den Galaxy Store. Und da wartet höchstwahrscheinlich ein Update für die Gerätewartung auf uns. Ja genau, an oberster Stelle sogar. Also, wir müssen lediglich diese App aktualisieren. Warten wir kurz. Fertig. Jetzt gehen wir zurück. Klicken auf Akku. Okay,
wir gehen nochmal einen Schritt zurück und optimieren das Gerät. Gucken nochmal. Nee, es klappt nicht. Naja, vielleicht müssen wir doch alle Apps aktualisieren, damit das klappt. Das machen wir jetzt schnell. Wir gehen nochmal in den Galaxy Store, klicken auf alle aktualisieren. Selbe machen wir mit dem Google Play Store. Dort aktualisieren wir auch alle Apps. Hier in der Zwischenzeit ist euch natürlich das hier bestimmt aufgefallen. Da haben sich unter der Folie, also zwischen dem Display und der Folie, der Schutzfolie, viele Luftblasen entwickelt. Das gefällt mir nicht. Ich will auch, dass Samsung das behebt. Bei der ersten Möglichkeit werde ich das Gerät zusammen zu einem Samsung Store bringen und eine neue Folie anbringen lassen. So, in der Zwischenzeit lassen wir auch die Apps im Google Play Store aktualisieren. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Einstellungen. Gerätewartung, Akku, ne, Speicher, das ist falsch. Akku, tada, ja, schon viel besser. So muss es sein. Wunderbar, die Anzeige ist wieder da. Okay. Das war's von diesem Update-Prozess. Vielen Dank fürs Zusehen. Android 11 ist auch für das Galaxy Z Fold 2 da. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.